hier ist mal wieder Darum Bio. Mein Name ist Hartmut Wöllner. Ich habe schon so oft gesagt, ich betreibe seit rund 30 Jahren ökologische Landwirtschaft. Heute ganz besonders wichtig, weil 30 Jahre lang habe ich mich mit Unkraut rumgeärgert und in allen möglichen Kulturen, besonders speziellen Kulturen, Feinsämereien, aber auch Körnerleguminosen, ist so manches Mal alles in die Hose gegangen, weil das Unkraut so dominierend war. Und die Praktiker, die schon lange dabei sind, die kennen das Problem mit ökologischem Landbau, Stickstoff und das Unkraut sind die großen Probleme, die uns das Leben schwer machen und natürlich auch den Ertrag begrenzen. Deswegen bin ich, sage ich heute nicht umsonst, seit 30 Jahren bin ich besonders froh, heute mal die neue Hacke vorzustellen hier. Ich hatte das ja schon im Herbst angekündigt oder Spätsommer angekündigt, dass wir demnächst eine Serie, Hackserie auf den Markt bringen werden mit Landtechnikproduzenten, die eine wesentliche Verbesserung haben. Die Hacken gegenüber der anderen Technik, das heißt, man kann mit der Hacke recht früh in den Bestand reingehen. Das ist eine regelrechte Frühhacke, eine Frühhackmaschine. Das heißt, kurz nach dem Auflaufen kann man dann schon mit dem Hacken beginnen. Und hier zum Beispiel beim Roggen hat man das Zweiblattstadium erreicht. Manchmal kommt das dritte Blatt schon zum Vorschein. Ist natürlich jetzt nicht die Zeit zum Hacken. Wir haben jetzt Mitte Dezember, das heißt, niemand hackt Mitte Dezember mehr Getreide, weil auch die Erde schon viel zu feucht ist. Wir haben demnächst Weihnachten, aber das Problem war, wir haben den nicht vorher fertig gekriegt, aufgrund von vielfältigen Problemen, wie auch mit der Corona die ganze Sache zusammenhängt. Und jedenfalls ist das soweit fertig, dieses Modell. Wir haben natürlich einen Prototyp, mit dem Prototyp schon mehrere Jahre getestet, dass wir auch in der Lage sind, deswegen ein paar Aussagen zu machen. Das Grundprinzip ist, der Hacke ist, dass wir hier, wie gesagt, schon früh reingehen können und eine vorbeugende Unkrautbekämpfung durchführen, also die, nach der sogenannten Early Stroke Methode, der frühe Schlag, dass das Unkraut dann bekämpft wird, wenn man es gar nicht sieht. Und im Gegensatz zu anderen Entwicklungen ist das natürlich eine andere Herangehensweise. Manche computergestützte Hackverfahren, die als Roboter dann erscheinen, die brauchen Unterschied zwischen Kulturpflanze und Unkrautpflanze in der grünen Farbgestaltung, um die in Unterscheidung unterscheiden zu können, was ist hier eine Pflanze, die man haben will, und was ist eine Pflanze, die man weghaben will. So. Heute nur mal kurz, wir sind ja dabei, die Hacke einzustellen, also wir können jetzt hier nicht flott durchfahren, weil auch die Erde viel zu feucht ist, es hat heute Morgen noch hier geregnet, es geht hier darum, den Abstand einzustellen, haben wir jetzt auch gemacht, ein paar Meter gefahren, ich werde jetzt auch noch mal ein paar Meter fahren. Das Problem ist, wir hatten auch in der Vergangenheit, in den letzten Tagen Niederschläge und heute Morgen hat es auch noch mal geregnet, also es geht nicht zum Hacken, es geht nicht zum Striegeln, aber zum Reihen einstellen geht es gerade noch so. Ja, wir haben hier einen Reihenabstand von 18 cm. Die Hacke ist selbst in dieser Form in der Lage, Unkraut zu bekämpfen in Reihenabständen zwischen, also ab 18 cm und dann aufwärts mit, ja, wir haben auch beim Kürbis schon 1,50 m Abstand, also gar kein Problem, alles möglich. Und wir werden auch noch eine andere Variante rausbringen in einer für Reihenabstände 12,5. Also bevor ich es vergesse, ich soll euch ganz kurz noch mal zeigen, die Wirkung der Hacke, also die läuft zwischen den Reihen und auch innerhalb der Reihe. Also wir haben eine ganz flächige Bekämpfung. Und hier sieht man zum Beispiel hier diese kleinen Pflänzchen, hier ist die, sagen wir, die Erde moderat bearbeitet, hier etwas aggressiver hier zwischen, hier genauso natürlich, ne? Und das heißt, die ganze Fläche ist 100% bearbeitet durch Rausreißen und Verschütten. Natürlich hier kaum noch Unkraut zu sehen, das ist auch der Sinn der Sache, dass es gar nicht erst aufläuft, das Unkraut, sondern immer zwei, dreimal durchgefahren wird. Zweimal, denke ich, reicht aus, bei Getreide wahrscheinlich nur einmal und dann hat man das in den Griff. So, dann können wir weitermachen. Wir haben natürlich schon vorher viele Tests durchgeführt. Das ist nicht in einem Jahr entstanden, sondern wir haben etwa 4 bis 5 Jahre daran gearbeitet und immer wieder verbessert, um hier doch eine gute Wirkung zu haben. Das heißt, dass man die Masse der Unkräuter gar nicht erst auflaufen lässt durch die frühe Einsatzmethode. Ja, Reihenabstände habe ich gesagt,
ab 18 cm mit dieser Variante. Fahrgeschwindigkeit 5, also wenn die Kulturpflanzen noch relativ klein sind oder kurz nach dem Auflaufen, 5, 6 km/h. Und später, wenn man so beim zweiten Durchgang ist und das, die Kulturpflanze etwas größer ist, kann man ruhig bis 8, 9 km/h fahren. Schon eine ganz schöne Geschwindigkeit. Die Breite der Maschinen werden dann angeboten. 3 Meter hier, 3 Meter Variante, aber auch 4,50 Meter und Ziel 6 Meter. Müssen wir mal sehen, wie wir damit hinkommen alles. Gut, also getestet haben wir, ich habe es mir aufgeschrieben, wo wir es überall schon getestet haben und muss sagen, mit sehr gutem Erfolg. Sommer- und Wintergetreide, Sonnenblumen, Lupinen, Linsen, Buchweizen, Öllein, Braunhirse, Mais, Kürbis, also Hokkaido-Kürbisse, Leindotter, Hanf, Borosch und Raps. Und wir werden dann natürlich auch im Frühjahr noch Zuckerrüben probieren. Da sind wir nicht zu gekommen. Das geht aber nach meiner Ansicht auch sehr gut. Und Spezialkulturen, Gewürzpflanzen, Möhren und Zwiebeln zum Beispiel, aber auch Gemüsesorten, Kohl, Sellerie und na, alles, was noch so möglich ist. Gleich eine Einsatzgrenze kann ich sagen, wo es nicht funktioniert, ist in Kartoffeln oder große Dammkulturen, da geht es natürlich nicht. Und steinige Böden und stark zur Glutenneigung tendierende Böden. Also das wird da auch ein Problem werden, aber das ist mit anderer Hacktechnik genauso und mit dem Striegel auch so. Aber sonst für mittlere und leichte Böden absolut geeignet. Gut, das war nur allgemein meine Vorstellung, wie die ganze Sache funktioniert. Da werde ich in den nächsten Wochen, muss ich mal sagen, Anfang des Jahres 2021 noch ein paar Videos drehen. Die Funktionsweise, dass man sich da was unter vorstellen kann, warum ist das möglich, in ganz kleinen Beständen kurz nach dem Auflaufen reinzufahren und der Vorteil gegenüber der Striegeltechnik und der üblichen Hacktechnik, werde ich da mal erläutern. Und ja, das werden wir sehen, dass wir das hinkriegen. Wenn wir Zeit haben, machen wir das, sonst wird es noch ein bisschen länger dauern, aber ich denke, wir sind in der Lage, das bis Ende Januar doch in den Griff zu kriegen. Gut, das war's erstmal. Dankeschön.